geschrieben. Shine Bright. Ein weiteres Tänzchen, bei dem wir geübt haben, dass man nicht nur ein Viertel, sondern auch drei Viertel drehen kann. Und auch im Tanz selbst die Richtung ein wenig verändern kann. Wir nehmen ihn jetzt noch einmal ganz langsam auseinander. Der Tanz begann mit Out, Out, also Out, Out. Als nächstes ein In und ein Jump. In, Jump. Machen wir es noch einmal. Out, Out, In, Jump. Nach dem Out, Out, In, Jump kamen zwei Step, Turn, Viertel. Also Step, Turn, Viertel einmal und Step, Turn, Viertel zweimal. Step, Turn, ihr erinnert euch, was habe ich gesagt? Wir machen einen Schritt, setzen die Belastung da drauf, drehen auf beiden Ballen und landen auf dem anderen Fuß. Nochmal Schritt, drehen und landen auf dem anderen Fuß. Zurück zum Tanz. Wir zählen das mal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ihr habt gemerkt, ich habe den Jump vergessen. Wir machen das noch einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das wurde noch einmal wiederholt. Also out, out, in, jump, step, turn, Viertel, step, turn, Viertel. Damit haben wir 2x8 vom Tanz. Das nächste, ihr kennt es aus Mama Maria, war das Laufen in die Diagonale. Also da in diese Ecke rein mit 3 Schritten. Lauf, Lauf, Lauf. Und jetzt die Besonderheit, wir drehen halb auf beiden Füßen und machen einen Touch in die andere Diagonale und laufen dann auch mit dem linken weiter. Lauf, 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 drehen zurück und haben den normalen Touch. Ich mache es noch einmal langsam. Es geht in diese Ecke mit rechts. Lauf, Lauf, Lauf. Wir sind bei 3. Auf 4 drehen wir und machen einen Touch. Links ist unbelastet, also können wir jetzt in die andere Diagonale mit links laufen. 1, 2, 3. Jetzt drehen wir uns an unsere Ausgangswand und machen mit rechts einen Touch. Wir setzen zusammen. 7, 8. Out, out. In, jump. Step, turn, Viertel. Step, turn, Viertel. Out, out. In, jump. Step, turn, Viertel. Step, turn, Viertel. Lauf, 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 drehen mit Touch, Lauf, 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 drehen mit Touch. 3x8 haben wir, jetzt brauchen wir nur noch die letzten 8. Rechts ist frei, also können wir einen Side-Touch, zurück auf einen Side, diesmal mit einem Hitch. Wenn ihr mit dem Hitch ein Problem habt, es ist einfach das Knieheben. Könnt ihr auch gerne an der Stelle wieder einen Touch machen. Und jetzt laufen wir mit 4 Schritten einen Dreiviertelkreis rechts rum. So, wie weiß ich? Ich laufe rechts rum. Anhalte mit der rechten Hand, weil ich will rechts rumdrehen. Und dahin, wo der Daumen zeigt. Dahin muss ich drehen, wenn ich rechts rumdrehe. Will ich links rumdrehen, nehme ich die linke Hand, spiele Anhalter, gleiches Spiel. Aber wir wollen rechts rumdrehen. Also den Anhalter rechts rum, mit 4 Schritten. Dreiviertel Umdrehung bedeutet, erstes Viertel, zweites Viertel,
Drittes Viertel. Das heißt, ich weiß, wenn ich rechts herum drei Viertel drehe, lande ich mit meinem Gesicht hinterher an der linken Wand. Ich habe euch gesagt, setzt vor dem Laufen den Blinker nach dahin, wo ihr landen wollt. Da wollen wir rauskommen. Das merken wir uns. Eins, zwei, drei, vier. Ich stehe auf links, rechts ist frei, ich kann wieder anfangen. Wir machen das Ganze nochmal zusammen. 7, 8. Out, out. In, jump. Step, turn, viertel, step, turn, viertel. Out, out. In, jump. Step, turn, viertel, step, turn, viertel. Walk, walk, walk. Touch, walk, walk, walk. Touch, side. Touch, side. Hitch. 1, 2, 3, 4. Wir machen die anderen drei Wände auch noch. 7, 8. Out, out. In, jump. Step, turn, viertel. Step, turn, viertel. Out, out. In, jump. Step, turn, viertel. Step, turn, viertel. Lauf, lauf, lauf. Touch, lauf, lauf, lauf. Touch, side, touch, side, hitch. 1, 2, 3, 4. Out, out. In, jump. Step, turn, viertel, step, turn, viertel. Out, out. In, jump. Step, turn, viertel, step, turn, viertel. Lauf, lauf, lauf. Touch, lauf, lauf, lauf. Touch, side, hitch. 1, 2, 3, 4. Out, out. In, jump. Step, turn, viertel, step, turn, viertel. Out, out. In, jump. Step, turn, viertel, step, turn, viertel. Lauf, lauf, lauf. Touch, lauf, lauf, lauf. Touch, side. Touch, side. Hitch. 1, 2, 3, 4. Ja, ich habe euch das Ganze wieder mit Musik aufgenommen. Das heißt, wenn eure Füße sich nicht mehr verknoten, kommt einfach hinterher zur Musik dazu und tanzt mit mir zusammen. Let's join.